Tod und Bewusstsein. Nun gäbe es im Erdenwerden keine Geburten, durch alle Reiche der Natur hindurch gäbe es keine Geburten im Erdenwerden, wenn nicht die Gesetzmäßigkeit des alten Mondes waltete bzw. seines Nachzüglers, welcher der Trabant unserer Erde ist. Alles geboren werden durch die Reiche der Natur und des Menschen hindurch hängt mit der Wirksamkeit des Mondes zusammen. Damit hängt auch zusammen, dass die Eingeweihten der alten Hebräer den Jahwe als eine Mondgottheit betrachteten, Jahwe als den Hervorbringenden, den die Hervorbringungen ordnenden Gott, als eine Mondgottheit ansahen. Dies sah man klar ein, dass kosmologisch allen Geborenwerden durch die Reiche hindurch zugrunde liegen die Mondengesetze. Und so konnte man auch gewissermaßen symbolisch ein tiefes Geheimnis der Kosmologie aussprechen, indem man sagte, indem das Mondenlicht auf die Erde fällt, rührt von all dem, was durch dieses Mondenlicht dargestellt wird, alles sprießende, sprossende, alles geboren werdende Leben her. Man hat sich in den höchsten Mysterien in vorchristlichen Zeiten nicht gewendet an das Sonnenleben, man hat sich gewendet an das vom Monde reflektierte Sonnenleben, indem man von dem Geheimnis der Geburten gesprochen hat. Die eigentümliche Nuance, die über die vorchristlichen Weltanschauungen in ihren Tiefen ausgegossen ist, sie rührt schon einmal davon her, dass man in den alten Mysterien das Mondengeheimnis kannte. Nur wie etwas ganz Verhülltes, wie etwas, das für die Menschen, die nicht gut vorbereitet sind, wenig erträglich ist, hat man das Sonnengeheimnis betrachtet, weil man wusste, dass es eine Täuschung, eine Maya ist, wenn man meint, durch den Strahl der Sonne, der auf die Erde fällt, werden hervorgelockt die sprießenden, sprossenden Wesen der verschiedenen Reiche. Man wusste, von dem Sonnenleben hängt nicht das Geborenwerden ab, sondern umgekehrt, das Versengtwerden, das Abnehmen des Lebens, das Hinsterben des Lebens. Das war das Mysteriengeheimnis, dass der Mond geboren werden lässt die Wesen und die Sonne sie sterben lässt. Wie hoch man also sonst auch aus anderen Gründen das Sonnenleben verehrte in den alten vorchristlichen Mysterien, man verehrte das Sonnenleben als den Grund des Todes. Dass die Wesen sterben müssen, das ist nicht zuzuschreiben jener Sonne, die wir kennen aus der Geheimwissenschaft als die zweite Verkörperung der Erde, ist aber wohl zuzuschreiben der gegenwärtigen, uns so herrlich am Horizonte erscheinenden Sonne. Nun ja, der Untergang des Lebens, das Gegenteil der Geburten, hängt mit dem Sonnenleben zusammen. Dafür aber auch etwas anderes, etwas, was noch nicht so wichtig war in der vorchristlichen Zeit, was aber in der nachchristlichen Zeit ganz besonders wichtig geworden ist, alles bewusste Leben hängt mit dem Sonnenleben zusammen. Und dasjenige bewusste Leben, durch das der Mensch gerade im Verlaufe seines Erdenwerdens geht, jenes Bewusstsein, das insbesondere aufleuchtet im fünften nachatlantischen Zeitraum, dem wir selbst angehören, das hängt ganz intensiv mit dem Sonnenleben zusammen. Wir müssen nur dieses Sonnenleben so geistig betrachten, wie wir das in den verflossenen Vorträgen dieses Sommers schon getan haben. Ist die Sonne zwar der Schöpfer des Todes, des versengenden Lebens im Kosmos und auch für den Menschen, so ist doch die Sonne zu gleicher Zeit die Schöpferin des bewussten Lebens. Dieses bewusste Leben war in den vorchristlichen Zeiten nicht so wichtig, weil es ersetzt war durch das atavistisch-hellseherische Leben, das noch eine Mondenerbschaft war. Für die nachchristliche Zeit ist wichtig geworden, wichtiger als das Leben, das Bewusstsein, denn nur dadurch kann das Ziel des Erdenwerdens erfüllt werden, dass dieses Bewusstsein in entsprechender Weise von den Menschen erlangt wird. Sie müssen es schon entgegennehmen, dieses Bewusstsein, von dem Geber desselben, von dem aber auch das Todesleben, nicht das Leben der Geburten, kommt. Daher tritt durch das Mysterium von Golgatha in die Erdenentwicklung ein, gewissermaßen als diejenige Macht, welche für diese Erdenentwicklung nun das Wichtigste geworden ist, der Sonnensohn, der Christus, der durch den Leib des Jesus von Nazareth gegangen ist. Das hängt also zusammen mit tiefen kosmischen Geheimnissen. Versuche zu erkennen, so etwa sagten die alten Mysterien-Eingeweihten zu ihren Schülern, aus eurem Schlafleben, in das die Mondenkräfte hineinspielen, auch wenn ihr wach seid, wir wissen ja, dass der Mensch auch wachend zum Teil schläft, das Mondenleben, das in dieses Schlafersleben so hineinspielt, wie in das Dunkel der Nacht der silberne Mondenschein hineinspielt. Die christlichen Eingeweihten haben dagegen zu ihren Schülern zu sagen, versuche zu erkennen, dass aus dem wachen Leben das Bewusstsein herausleuchtet dadurch, dass in dieses wache Leben hineinspielen die Sonnenkräfte,
sowie vom Morgen bis zum Abend die Sonne draußen im Erdenleben leuchtet. Dieser Umschwung hat sich vollzogen durch das Mysterium von Golgatha. Und während in den vorchristlichen Zeiten das Wichtigste war, den Ursprung des Lebens zu erkennen, ist nunmehr das Wichtigste geworden, den Ursprung des Bewusstseins zu erkennen, Lied, GA 184, S 18 FF. Dieses Bild ergibt sich, wenn man beobachtet, wie der Mond auf die Fortpflanzungskräfte und die Sonne namentlich durch die Sinnesorgane auf den Organismus wirkt. Ein umgekehrtes Bild ergibt sich, wenn man ins Auge fasst, wie der Mond auf das Gehirn und die Sonne auf Lebensorgane wie Herz, Lungen oder Nieren wirken. Dieses Sonnenhafte durchdringt alle Reiche der Natur, auch den Menschen. Es ist etwas, was im Menschen wirkt. Und gerade so, wie wir sonst studieren in der Physik, wie das ätherische Sonnenlicht durch das Auge eindringt, wie wir dadurch das, was am Auge physischer Apparat oder demselben ähnlich ist, die Lichtwirkungen studieren, so können wir nun auch den geistigen Teil, das Sonnenhafte, den geistigen Teil der Sonnenwirksamkeit studieren. Den treffen wir aber wiederum in allen inneren Organen des Menschen an. Und wir werden gewahr, dass ein großer Teil der Organe, eigentlich alle Organe, aber die verschiedenen Organe mehr oder weniger, nach einem Pole hin ein sprießendes, sprossendes, ein nach Wachstum drängendes Leben, ein aufsteigendes Leben haben. Das beginnt mit geringerer sprießender, sprossender Kraft und steigert sich mit sprießender, sprossender Kraft im Wachstum bilden, im Ernährung fördern, auch im Verdauen, Verzehren und so weiter. Dagegen gibt es in allen Organen ein absteigendes Leben, ein degenerierendes. Jeder Evolution steht eine Devolution oder Involution entgegen. An dem aufsteigenden Leben der Organe, die wir in uns haben, arbeitet das Sonnenhafte, das durch den Kosmos sich ausbreitet. Das Absteigende kann man besonders am Gehirn beobachten. Dadurch, dass fortwährend durch die Vorstellungstätigkeit Gehirnmaterie herausplastiziert wird, muss fortwährend auch abgebaut werden, gerade vom Gehirne aus. Und mit diesen abbauenden Kräften hat nun wiederum das Mondenhafte zu tun. Denn der Mond ist auch nicht bloß dasjenige, als was er uns physisch erscheint, sondern das Physische ist nur die physische Verkörperung desjenigen, was als Mondenhaftes den ganzen uns zugänglichen Kosmos durchdrängt. Das dringt in uns und in alle Reiche der Natur ein. Dadurch aber, dass wir studieren können, sagen wir, an den Nieren, dem Herzen, den Lungen, an jedem einzelnen Organ den Sonnenprozess und den Mondenprozess, das Aufsteigende und Absteigende, das Fruchtende, Wachsende und das Degenerierende, dadurch begreifen wir aus dem Kosmos heraus das einzelne Organ. Es wird nicht früher eine vollständige, totale Physiologie geben, als bis man die Organe des Menschen alle aus dem Geiste des Kosmos heraus in ihrem aufsteigenden und absteigenden Leben begreift, Lied, GA 82, S 173 F.